Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Landschaftsfotografie und genauer gesagt bin ich gerade in Italien an den Dolomiten und werde einfach mal dieses unfassbar coole Motiv heute fotografieren. Viel Spaß damit! Wie du siehst, haben wir perfektes Wetter, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Aber für Landschaftsfotografie ist das eigentlich gar nicht so gut. Viele Leute, die nie fotografieren, und da haben mich auch schon einige jetzt angesprochen, die haben immer gesagt, Mensch, geh raus, fotografiere auf jeden Fall, die Sonne scheint. Aber es ist gar nicht so das beste Wetter eigentlich zum Fotografieren, denn wir haben überhaupt nichts im Himmel, keine Zeichnung. Es ist einfach nur eine blaue Fläche und dementsprechend ist das dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Da ich jetzt aber nur ein paar Tage hier bin in der Gegend, muss ich dieses Motiv einfach heute fotografieren, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt. Und ich werde einfach mal gucken, was bei rumkommt. Ich bin normalerweise keiner, der irgendwie jetzt Himmel austauscht oder so. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man an einer Location nur für einen Tag ist und keine Chance hat, die irgendwie dann nochmal später zu fotografieren. Und dementsprechend muss man da immer so ein bisschen abwägen, ob man dann vielleicht am Ende doch ein bisschen was dazu faked in Photoshop. Werde ich einfach mal gucken, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich warte jetzt hier auf den Sonnenuntergang. Es ist jetzt hier ungefähr na, so halb vier, viertel vor vier. Die Sonne wird wahrscheinlich so eine Stunde untergehen. Und bis dahin wird auch die Sonne komplett die Dolomiten hinten noch anstrahlen. Das heißt, da wird ein richtig cooler Effekt dann noch erzielt. Schauen wir uns mal kurz die Kameraeinstellungen an. Du siehst ja hier schon im Hintergrund, ich habe das Ganze wieder auf mein Stativ gepackt. Das liegt einfach daran, dass ich eventuell verschiedene Fotos zu verschiedenen Zeiten machen werde und die dann so ein bisschen kombinieren werde. Mal gucken einfach, ob das funktioniert hier, je nachdem. Aber ich mache es immer zur Sicherheit. Wenn wir nachher in der blauen Stunde fotografieren, brauche ich das Stativ sowieso, weil dann Belichtungszeiten jenseits von einer Sekunde wahrscheinlich nötig sein werden. Und dementsprechend muss da die Kamera sowieso irgendwie ruhig gehalten werden. Das Ganze ist am besten immer auf dem Stativ. Ansonsten werde ich jetzt hier aktuell mit einer Blende 11 fotografieren. ISO natürlich auf 100 stellen, damit die beste Bildqualität vorhanden ist. Und aktuell bin ich bei einer Belichtungszeit, lasst mich schnell gucken, von einer 125. Sekunde. Das wird sich jetzt natürlich noch ändern, je nachdem, wie weit die Sonne dann unten ist, wird das Ganze von der Belichtungszeit immer länger werden, weil es natürlich draußen dunkler wird. Den Weißabgleich stelle ich hier auf automatisch. Da ich im RAW-Format fotografiere, kann ich den nachträglich noch ändern. Aber ich fange eigentlich immer mit dem automatischen Weißabgleich an. Einfach, um erstmal eine gute Basis zu haben, wie das Ganze aussehen könnte. Und dann kann ich im Nachhinein immer noch die Regler so ein bisschen hin und her schieben, wenn es mir dann doch nicht ganz so gut gefällt. Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, wie ich meinen Bildausschnitt wähle. Da hat ja jeder so seine eigene Variante. Ich werde jetzt das Ganze einfach mal hier per Video direkt in der Kamera aufnehmen und dann kannst du einfach mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich habe jetzt hier einen relativ weitwinkligen Bildausschnitt. Aktuell bin ich bei 24 mm. Das sieht mir ein bisschen zu weit aus. Also ich möchte mich hier schon wirklich auf die Dolomiten im Hintergrund konzentrieren und den Vordergrund hier noch so ein bisschen ausnutzen. Da hinten hier in der linken Bildhälfte siehst du ja auch so eine kleine Kirche, die ganz gut als Vordergrund genutzt werden kann. Also da haben wir auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen weiter reinzoomen. Und ich denke mal, ungefähr auf diesen Level sieht es ganz gut aus. Das sind knappe 50 mm jetzt. Du musst natürlich bedenken, dass oben und unten jetzt ein kleines bisschen abgeschnitten wird durch das Video, weil hier im 16:9 Format aufgenommen wird. Das Foto ist im 3:2 Format, das heißt oben und unten ist dann noch ein bisschen mehr Platz. Ich denke mal fast, dass man es so lassen kann und vielleicht noch ein kleines bisschen nach links drehen. Ja, so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Kleines Stück noch näher ran, perfekt. So, denke ich mal, werde ich meinen Bildausschnitt hier machen und dann werden wir einfach mal sehen, was am Ende bei rumkommt. Und ich dachte schon, das gibt's nur in Berlin. Einen Baukran direkt vor der Kirche, direkt vor unserem wichtigen Vordergrund, den wir hier eigentlich mit einbauen wollten. Das heißt, auch hier mitten in der Landschaft gibt's Baukräne und dementsprechend müssen wir auch damit umgehen können. Und das Ganze wird dann einfach in Photoshop später rausgestempelt. So, ihr seht es jetzt schon hinter mir, die Sonne kommt immer weiter rum, wird immer tiefer stehen. Und ich denke mal, in ungefähr einer halben Stunde, dreiviertel Stunde so sollte es dann endlich soweit sein. Und dann werden hier
im Hintergrund. Ich muss mal gucken. Diese Berge, das sind die Dolomiten. Die werden dann richtig schön angeleuchtet. Und das sollte ein richtig cooles Fotomotiv ergeben. Also, ich bin gespannt. So, wir haben jetzt den Zeitpunkt erreicht, wo die Sonne tatsächlich hier im Vordergrund komplett verschwunden ist, und zwar hinter diesem Berg da hinten. Das macht aber überhaupt nichts, denn das Landschaftsbild sieht dadurch wesentlich harmonischer aus von der Belichtung her. Ich zeige dir das auch noch mal ganz kurz hier durch mein Kameradisplay. Du siehst jetzt, dass tatsächlich die Belichtung schon wesentlich harmonischer und ausgeglichener aussieht. Und dadurch kriegen wir ein sehr viel besseres Bild auf jeden Fall hin. Also, wir warten jetzt mal noch ein bisschen. Ich schau mal, was noch so kommt an Lichtverhältnissen. Ich lasse mich einfach mal ein bisschen überraschen, denn ich habe ehrlich gesagt auch die Location gar nicht so gut gescoutet, wie ich es normalerweise mache. Das heißt, ich bin hier einfach mal auf gut Glück hergefahren. Und die Jahreszeit ist jetzt auch nicht die beste dafür eigentlich. Ich denke mal, dass man im Sommer hier wesentlich mehr hinbekommt. Jetzt gar nicht so sehr, weil hier Schnee liegt oder so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber weil die Sonne halt einfach hier hinten am Berg noch wesentlich weiter hier rumkommt und dann wahrscheinlich die Dolomiten im Hintergrund noch wesentlich mehr anscheint. Aber ich werde das einfach mal gucken, was ich jetzt hier so rausholen kann. Wie gesagt, alles ziemlich unvorbereitet. Sehen wir einfach mal, was bei rumkommt. Das war's mit diesem Video. Es war ja nicht so ein richtiges Tutorial, es war mehr so ein Einblick eigentlich mal in das Fotografieren. Wenn du Bock darauf hast, dass ich öfter mal so einen Einblick dir gebe, einfach in, ja, wenn ich einfach rausgehe, irgendwie Landschaften oder Städte fotografiere, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann weiß ich da Bescheid. Ansonsten interessiert mich auf jeden Fall mal brennend eure Meinung, was ihr generell so auf diesem Kanal sehen wollt. Mehr so Lightroom-Tutorials, womit ich angefangen habe, oder mehr so Fotografie-Tutorials und Einblicke, weil ich habe so in den letzten Monaten gemerkt, dass Fotografie-Tutorials deutlich besser ankommen bei euch. Und deswegen wollte ich da einfach mal so ein bisschen die Lage abchecken, weil wenn das so ist, wird es auf jeden Fall mehr Fotografie-Tutorials auch geben. Ich habe sowieso jetzt auch eine kleine Anfängerserie mal geplant, dass auf meinem Kanal auch wirklich man das Ganze von A bis Z von Grund auf erlernen kann, das Fotografieren. Und das wird jetzt demnächst kommen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.